Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Flife Legacy. Und wir machen weiter mit den entführten Kindern und oh mein Gott, habe ich ganz vergessen, dass hier noch Yetis kommen. Furchtbar, Yetis sind eingefallen und haben die Kinder entführt. Hey du, ich gebe dir eine Belohnung, wenn du sie rettest. Bitte, bitte rette unsere Kinder. So. Das hier ist jetzt der Aminus Dungeon. Und wir können nicht Auto battlen. Moment mal, das sind nicht mal die. Die sind stärker als die normalen Krötrins, oder? Bin mir sogar ziemlich sicher, dass die stärker sind. Wow. Die haben ganz schön was ausgehalten. Jetzt kommen noch die Pringas. Prankers. Ich hasse das, wenn du auf den Skill zu früh drückst, wenn du selber battlest und dann passiert einfach nichts. Hate it. So. Wait, what? Wow, das ist actually ein Labyrinth. Okay, wir haben noch mehr Monster, die mit Yetis absolut nichts zu tun haben. Ich habe den so weit weggekickt, dass er mich nicht mehr angreifen kann. Geilo. Okay, noch kein Boss-Spawn. Uff. Okay, hier ist nichts mehr. Hat auf jeden Fall recht wenig mit dem normalen Aminus Dungeon gemein. Allerdings muss man sagen, es ist ja auch nicht Aminus, es ist Animus. Von dem her. Ups. Oh ja, gut, den Kampfkraft-Buff können wir uns eigentlich sogar kaufen. Dann geht es ein bisschen schneller. Kostet ja eh nichts. Alright. Ah, jetzt kommt der Boss. Warum ist das ein Yeti? Schreibt man Yeti im Deutschen wirklich mit 2 T? Was wäre dann Yeti? Kann mir exakt nicht vorstellen. Boah, Moment mal, wo ist der überhaupt? Also von hier bin ich gekommen, ne? Also ich weiß schon, da hinten gibt es noch einen Raum, aber wie kommt man denn da hin oder bin ich blöd? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Genau, da hinten geht's weiter. Wie kommt man denn da hin? Hier ist Ende Gelände. Vielleicht bei den Krokodilen war vielleicht noch ein Durchgang, den ich nicht gesehen habe. Nee. Hä? Okay, bin ich jetzt komplett retarded oder was? Oh, hier, lol. Never mind. Lol, das Geräusch. Alter, gibt er mir mit. Ich ihm aber auch. Damn. Der hat mir ganz schön mitgegeben. Moment mal, der droppt ungebundene Sachen? What? Nee. Oh mein Gott, ich hätte beinahe die 20.000 Penya liegen lassen. Uff. Danke, vielen Dank. Du hast dafür gesorgt, dass die meisten unserer Kinder gesund wieder zu Hause sind. Ein paar fehlen noch, aber die werden wir bestimmt bald finden. Hier ist die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Bitte sehr. Dankeschön, Sir. Okay. Bin ich jetzt nochmal gespannt, was man da für Anforderungen hat. Weil die Quest-Version weicht ja immer stark von der normalen Version ab. Also.
Auf einfach sollst du 11 Millionen Kampfkraft haben. Oder beziehungsweise ist einfach auf normal. 12,6 und auf Hölle brauchst du 21,2. Was braucht man hier? 5,7. Seltsamerweise droppen die auch genau das gleiche. Die Belohnung ist einfach genau die gleiche für die Dungeons. Auf Hölle. Ja, probieren wir es mal auf einfach. Also auf normal. Ich nenne es, für mich ist das einfach. Wenn es drei Schwierigkeitsgrade gibt, dann gibt es einfach, normal und schwierig. Oh. Ja, das ist ja chillig. Die sind ja genauso, die sind ja sogar schwächer als in der Quest. Die haben auch, glaube ich, 10 Level weniger auf dem Kasten. Oder? Nee, Schwachsinn. Die anderen waren 600. Nee, waren gleich das gleiche Level. Ja, also das ist ja wie gerade eben eigentlich. Should be no difference at all. Ich weiß, dass ich in Story Dungeons regelmäßig gestorben bin. Die guten alten Zeiten. Die kann ich jetzt aber noch nicht auf Auto stellen, ne? Das habe ich eigentlich schon probiert. Ja gut, aber das heißt im Endeffekt, normal müsste man dann auch easy schaffen können, weil der hat ja, glaube ich, nur 2 Millionen Kampfkraft mehr. Anforderung. Und dann müsste der eigentlich auch easy sein. Auf Hölle wird er wahrscheinlich schwierig. Allein schon, weil die Monster dich wahrscheinlich die ganze Zeit töten. Aber gut, ich meine, das ist theoretisch kein großes Hindernis. Kommt auch an, wie oft du stirbst. Ich meine, ab 10 Mal ist es wahrscheinlich zu viel. Weil dann wirst du 30 Mal am Tag in dem Dungeon sterben. Das. So viel Wiederbelebungssteine hab nicht mal ich. Alright. Dann mal gucken, was der Boss kann. Der wird jetzt wahrscheinlich auch wieder relativ viel Schaden machen. Och du Heilige. Na, der macht sogar mehr Schaden. Oder viel mehr. Uff. Das, obwohl ich sogar den Kampfkraft-Buff hatte. Ja, gut, also ich denke, da braucht man Hölle gar nicht probieren. Das ist offensichtlich, dass wir das nicht schaffen werden. Aber den normalen werde ich wahrscheinlich nochmal machen. Den normalen werde ich wahrscheinlich nochmal machen. Also jetzt nicht heute. Aber. Und droppt sogar T4. Ach, aber jetzt weiß ich den. Jetzt weiß ich meinen Mistake. Die Dinger werden immer ungebunden angezeigt. Und wenn du sie dann ziehst, sind sie immer gebunden. Das war mein Fehler. So, ich habe noch 10% Handy-Akku. RIP. Sprich mit der Magierin. Hast du die Kinder der Einheimischen gerettet? Gut gemacht. Hier ist das fertige leere Pulver. Du hast wirklich großes Glück. Es gibt nicht viele Magier, die wissen, wie man leere Pulver herstellt. Nicht einmal ein Madrigal. Nice. Faule Prinker. Müssen wir wieder in die Gruppe joinen? Der ist nämlich bei den faulen Prinkern, glaube ich. Ja. Der ist bei den faulen Prinkern. Let's go. Das ist sehr nice. Das spart uns eine Menge Zeit. Okay, gut, das bringt uns nicht viel, wenn wir beide die gleichen Monster angreifen. RIP. Oh nein, der eine lebt noch mit irgendwie 5 AP oder so. RIP. Oh mein Gott, er hat die Gruppe verlassen, sehe ich gerade, oder? Nee, never mind. Oder doch, ich glaube schon. Uff, ja.
Nee, doch nicht. Aber warum steht denn nur einmal da? Meine Gruppe. Doch, doch, er hat die Gruppe verlassen, wollte ich schon sagen. Er ist noch da, aber er hat die Gruppe verlassen. RIP. Ja, nice. Okay, jetzt hat sich das eh erledigt. Du bist genau rechtzeitig gekommen. Ich habe gerade überlegt, wie ich mit allen Prinkern fertig werde, die hier rumstreuen. Jetzt kann ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. Danke dir. Kein Stress, Mann. Ich habe die Nachricht gehört. Das hast du gut gemacht. Dein Leben ist wie ein Licht im Dunkeln. Oh, und du hast das leere Pulver. Jetzt kann ich das Buch fertig übersetzen. Vielen Dank. Die Übersetzung ist gerade fertig geworden. Jetzt bin ich ziemlich sicher, dass das nicht der letzte Band ist. Die Geschichte bricht plötzlich ab. Es ist also anzunehmen, dass noch mehr Geschichten danach kommen. Und die versteckt wurde... Moment, kann man da echt runterscrollen? Das habe ich nie ausprobiert. Ne, ich dachte, das war einfach abgeschnitten. RIP. Naja, gucke ich gleich mal. Wenn das nochmal passiert. Ich denke aber ehrlich gesagt nicht, dass man da runterscrollen kann. Würde mich jetzt tatsächlich stark wundern. 18 Quests noch, dann schalten wir den zweiten Dungeon frei. Hey, du kommst genau rechtzeitig. Unsere Expedition wird von diesen Brinkern hier aufgehalten. Kannst du uns den Weg freiräumen? Get your bag, Birdie. Auf Farm wird wahrscheinlich auch gerade keiner. Das heißt, wir müssen uns dieser Prinker alleine annehmen. Ja, nochmal gucken. Nope. Schade. Das ist jammer schade. Die gehen auch tatsächlich nicht mehr so schnell. Weil die eigentlich alle nicht schnell gingen. Ich glaube, in Westdarkon habe ich mich schon über die 30, die man da umbringen musste, aufgeregt. Oder waren es, glaube ich, knapp 30. Bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie viele es waren. 40 ist aber schon echt nervig. Vor allem, dafür spielt man wirklich zu wenig Fly Legacy, um so viel zu erzählen, dass man 5x 40 Monster irgendwie zutexten könnte. Nicht wirklich. War eigentlich die neue... Das ist eigentlich der neue Dungeon, den wir freigeschaltet haben. Ist der da dabei? Gottesanbeterin, Joong, Ivelis, Kracher, Bestienkönig Khan, Astarovs Herz, Minimushus Pilzaxt, Kierkunwächter... Nö. Es sind einfach nur von allen Story Dungeons bis West Darkon. Quasi einmal den Boss töten und irgendwas zurückholen, was der Dungeon angeblich geklaut hat. Ja. Aber schon heftig, also ich spiele jetzt schon echt lange. Weil mir natürlich, ich war das erste Mal, dass ich gespielt habe, dass ich es richtig gespielt habe. Das heißt, ich habe natürlich wahrscheinlich auch viel falsch gemacht. Oder ich mache ja auch gewisse Sachen absichtlich nicht, weil ich mir einfach denke, es kostet zu viel Zeit, jeden Tag das zu machen. Das sehe ich auch immer noch so. Aber ich spiele trotzdem ziemlich, seit einer langen Zeit, und das ist echt heftig. Also jetzt bin ich quasi erst bei der Halbzeit des Spiels sozusagen. Also jetzt geht es nochmal 300 Level nach oben. Also bis 900 geht es ja, glaube ich. Und ja, equipment-technisch noch nicht mal ansatzweise am Ziel. Das ist krank. Echt, echt heftig. Wie viel Zeit da reinfließt. Das sind halt Mobile Games, die sind immer geisteskrank, was das angeht. Und sie limitieren dich halt auf das, was du machen kannst. Also du kannst jetzt nicht einfach 20 Stunden am Tag spielen, sondern du kannst eine gewisse Menge am Tag machen. Und du kannst es zwar schon den ganzen Tag laufen lassen, theoretisch, aber alles, was du zusätzlich machen kannst, so, das bringt halt nicht so viel. Das macht nicht so einen krassen Unterschied, leider. Vielen Dank, die Brinker überlegen es sich jetzt, bevor sie uns belästigen. Das geht schon viel besser. Weißt du, ich frage mich, warum es sie überhaupt so weit her... Es weit hier rauskommen. Es sind doch nur noch so kleine Monster hier in Madrigal. Sind wir aber nicht hier in Shadowa? Ich glaube wirklich, dass diese Scharmütze weitergehen, bis dieser Riesenbrinker besiegt ist. Krieger, ich weiß, dass es schwierig ist, aber bitte besiege auch den Riesenbrinker. Damit bekommen wir die Brinker bestimmt schon Kontrolle. Ey, schon 584, nice. Ja, Moment mal, das sind doch Riesenbrinker, oder nicht? Nee, Moment, was? Warum sahen die gerade so groß aus? Hier sind die Riesenbrinker. Alright, Buddy. Hier haben sie es dann plötzlich richtig gemacht. Hier gibt es auch 8 Riesenbrinker. Also hier gibt es nicht immer nur 3 davon.
Keine Ahnung, warum die das im Risers Garden so dämlich gemacht haben bei den Rippern, war es ja so ein Problem. Unter anderem, ich meine, bei jedem Bossmonster, wenn Anführer Bastkills, hat mich auch aufgeregt. Als ich da früher noch in dem Levelbereich war, ich meine, das ist schon echt lange her, muss man sagen. Das ist einige Months her. A lot of months ago. Hat es mich auch immer aufgeregt, wenn da jemand georbt hat, ohne Gruppe. Du konntest halt einfach deine Tagesquests und so nicht abschließen, weil da halt nur drei Viecher waren. Wenn er die alle drei gewonshottet hat und du selbst bossed halt für einen auf dem Level halt, bossed halt für einen Anführer Bastkill, keine Ahnung. Ja, wenn es blöd läuft, eine ganze Skill-Rotation oder sogar noch mehr, weil du dann einfach kacke bist. Ist halt schon ätzend, weil du konntest halt deine Quest nicht abschließen, wenn der keine Gruppe aufgemacht hat. Du hast dann den ganzen Tag da gestanden und irgendwie probiert, dem Anführer Bastkill zu klauen. Mehr war da nicht drin. Das war schon ganz schön nervig. Oh, Akkuladung 5%, okay. Uiuiuiui. Das haben wir so eilig hier. Ich würde sagen, die Quest machen wir noch und vielleicht danach noch eine. Damit wir es vielleicht nächstes Mal abschließen können. Also ich weiß jetzt nicht, 411 wird wahrscheinlich nicht die letzte Quest sein, aber ja, so 420 vielleicht. Also dass wir heute noch auf die 400 vielleicht kommen. Also es werden wahrscheinlich zwangsläufig auch noch ein paar, auch noch mal solche Quests kommen. Das gibt es ja eigentlich auch jedes Mal. Wo du irgendwie fünf Quests am Stück nur hin und her läufst und Sachen durchliest. Das gibt's ja eigentlich immer. Und Riesenbrinker sind wir tatsächlich schon ziemlich weit. Also uns fehlen ja, glaube ich, eh nur noch die Crowhells. Ja, uns fehlen nur noch die Crowhells, genau. Alle anderen Monster haben wir schon abgehakt. Das heißt, allein schon monstertechnisch sind wir mit Shadowball fast durch. Das heißt, da wird jetzt auch noch viel bla 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 bla. Viel Gschnackel kommt da noch. Und dann war es das wahrscheinlich. Ein bisschen mit Skills hier leveln. Ein bisschen die Gruppen zueinander ziehen von den Viechern. Leider kann man die Spawns nicht beeinflussen. So, die drei noch und noch einen. So. Let's go. Dann gucken wir doch mal, ob er uns direkt zu den Crowhills schickt oder erst noch ein bisschen Spaß haben will. Das hat sich echt falsch angehört. Vielen Dank, jetzt können wir uns wieder frei bewegen. Wenn der Anführer besiegt ist, rennen die anderen weg. So ist es bei den Brinkern. Zum Glück geht das auch für hier, diese hier. Alright. Hier ist das Buch des Weisen. Uff, ist das schwer. Wie in aller Welt kann er das nur mit einer Hand halten? Jedenfalls, interessant. Da hier sind Techniken beschrieben, wie man uns ausschaltet. Glück gehabt. Tesha, my girl. My favorite girl. In the game. Besides Art und Miau natürlich. Lachen das Smiley mit kaltem Schweiß. Ich weiß, dass du müde bist, aber wir können uns noch nicht ausruhen. Anscheinend ist eine Bande Crowhays hier unterwegs. Wir sollten so bald wie möglich erledigen. Wer weiß, was sie sonst im Lager anrichten. Wer hätte das erwartet? Naja, gut, dann machen wir die noch schnell platt. Und, also, es müsste noch gehen und dann. Ah, Jung Crowhill. Naja, genau. Fängt ja erst mit den Young an. Naja, machen wir den noch platt und dann würde ich sagen, kommen wir aus dem Day, nachdem wir die Quest abgegeben haben. Dauert auf jeden Fall deutlich länger als die West Starcon Quest. Ich glaube, die haben in zwei Videos durchgemacht. Was übrigens auch daran liegt, dass West Starcon nur aus 8 Monstern besteht oder so. Also Darkon allgemein ist ziemlich klein in Life Legacy, weil es halt gesplittet ist natürlich. Und entsprechend ging das natürlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr chillig. So. Ach komm. Ich hasse es, wenn die Monster so weit weggeschleudert werden, dass du es nicht mehr angreifen kannst. Das ist so stupid. Das haben sie sich auch vom normalen Flive abgeschaut. Schön Monster wegcritten und hinterherlaufen müssen. We love to see it. Es wäre geil, wenn es ein Item geben würde, das die Monster-Aggro-Range erhöht in Life Legacy. Aber. Also ich schätze mal, sie gibt es nicht, aber. Es gibt ja auch die Rises-Segnungsschriftrolle da, wo du beim Item-Gacha kriegt man die, oder? Ich glaube schon. Da kannst du ja auch die Aufhebrate von Items, die Aufheb-Range, meine ich, von Items erhöhen. Also die Monster-Aggro zu erhöhen wäre halt ultra geil.
Allerdings würde es wahrscheinlich echt Geld kosten oder so. Und dann wiederum nicht mehr so geil. Dann lieber doch nicht. Damit der Billow Range weiterspielen. Uff, nice. Okay, noch zwei. Yay. Alright. Haben wir auf jeden Fall noch 11 Quests, wenn wir die abgegeben haben. Bis zum nächsten Story Dungeon. Dann mal gucken, wie weit es danach noch weitergeht. Gut gemacht, aber von hier an wird es nur schwieriger, weil wir so viele Jungcrawls erlegt haben, werden uns die Eltern verfolgen. Die Mütter sind viel größer und wieder ist die Jungen sehr wachsam. What? Was willst du von mir? Sprich mit lol. Wait, really? Gab's das schon immer? Dass man erst auf ein gewisses Level kommen musste? Really? Damn. Na gut, dann hat sich das ja eh erledigt. Dann level ich wahrscheinlich erstmal auf 597 oder so, bis wir weiter questen. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.